Spielen Sie es mir mal vor. Bitte was? Schildern Sie mir beide mal ganz konkret, dass wir uns das vorstellen können. Die Frau mit Reber lag also hier auf dem Boden. Mit dem Rücken. Würden Sie sich mal hinlegen? Ist auch gerade gesaugt worden. Ja. Muss das wirklich sein? Ja. So, Sie würde ich jetzt bitten, genau nachzustellen, wo der Täter zu dem Zeitpunkt war, als Sie zwei aufgetaucht sind. Versuchen Sie sich zu erinnern. Wo war der Körper? Wo der Kopf gelegen? Ja, also er hockte so über ihr und dann hat er sie angefasst. Wie angefasst? Richtig gegriffen? Ja, wie man halt eine Frau anpackt. Ja, halt so richtig alles in die Hände genommen. Was? Alles? Die Brüste eben. Ja, und hier zwischen den Beinen. Begrapscht eben. Und der Kopf lag hier am Bordstein? Ja, so halb auf der Kante. Und wo war der Körper gelegen? Wo die Beine? Also... so, auf der Straße. Und dann hat er sie durch die Kleidung angefasst, oder wie? Ja. Ja? Ja, also er hat dann angefangen, die Kleidung aufzureißen und sie anzufassen. Aufzureißen? Die Kleidung von der Frau Mitreva war doch gar nicht kaputt. Hat er sie eben aufgemacht. Jedenfalls war die Kleidung offen. Und dann hat er sie einfach angefasst? Oder wollte er sich selbst auch die Kleidung aufmachen? Kann schon sein, also ich habe es nicht genau gesehen, es war ja dunkel und er ist dann auch ganz schnell weggerannt. Hören Sie, ich weiß ja, es muss detailreich sein und so, aber Sie haben doch jetzt bestimmt alles, was Sie brauchen. Mehr können wir Ihnen wirklich nicht sagen. Okay. Sie können wieder aufstehen. Kann ich kurz eine rauchen gehen oder wie lange dauert das hier noch? Ein bisschen dauert es schon noch. Gehen Sie eine rauchen. Wir machen dann einzeln mit Ihnen beiden weiter. Einzeln? Und wann kontaktiert man die Staatsanwaltschaft? Jedenfalls noch nicht, wenn Herrn Martin und eine Luise zwei verschiedene Versionen abgeben. Unser Hauptverdächtiger ist immer noch der Täter selbst. Ich denke mir nur, wenn die drei wirklich Komplizen wären. Dann hätten sie ja doch nicht aufgelauert, sie nur beinahe vergewaltigt, sich dann aufgeteilt und den Krankenwagen gerufen. Sondern? Die kennen den Täter und wollen ihn decken. Wirklich? Eine andere Möglichkeit aber wäre... Was ist? Ist nix, ist nur ein Frauenproblem. Okay. Was wolltest du sagen? Ach so, ja, wird sich zeigen, was die Irina dann morgen sagt.
Hier sind's nochmal. Kommen Sie rein. Du kannst also wirklich nicht sagen, wie lange es gedauert hat, bis der Krankenwagen dann endlich kam? Mir kam es ziemlich lang vor, aber ich glaube schon, dass die schnell da waren. So schnell es eben ging. Und in dieser Zeit haben Martin und Luise nichts mehr zu dir gesagt? Doch, sie haben schon geredet. Ich kann mich nur so schwer daran erinnern. Sie mich irgendwie hochgehoben und untersucht oder so. Ja. Also Erste Hilfe, meine ich. Weißt du noch, was sie da gemacht haben? Also im ersten Moment dachte ich, sie suchen meinen Geldbeutel, weil sie so meine Hose herumgezerrt haben. Aber der war in der Jackentasche. Bist du dir sicher, dass sie Erste Hilfe geleistet haben? Ja, ich bin mir sicher. Sie wollten helfen. Nur was hätten sie schon groß tun sollen? Und sie haben wirklich an deiner Hose herumgezogen? Naja. Ja, so hat es sich zumindest angefühlt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn du dich mal irrst oder wenn dir die Sache doch wieder anders einfällt. Nee, die haben mir geholfen. Ich meine, vielleicht dachten sie, ich will aufstehen und sie müssten mir helfen oder sowas. Wahrscheinlich wollten sie mir einfach nur die Klamotten zumachen. Ich meine, war ja kalt und alles. Es war ein großes Glück, dass die beiden mir geholfen haben. Ohne sie wäre ich erst viel später gefunden worden und ich lag auf einem Parkplatz, vielleicht hätte man mich überfahren. Oder ich wäre an Hirnbluten gestorben. Das stimmt. Mut und Zivilcourage findet man heute selten. Dein Eindruck? Sie hat Angst, aber sie weiß, was wir vermuten. Und die Einzelverhöre mit Martin und Luise waren so verschieden, als wären sie gar nicht zusammen da gewesen. Also? Also kann es durchaus sein, dass Martin und Luise etwas vertuschen wollen. Möglicherweise ist den beiden die Thematik einfach zu pikant, auch wenn Luise so auf dicke Hose macht. Möglicherweise kennen sie den Täter wirklich. Oder aber, sie sind diejenigen, die Irina angefasst und bekrapscht haben, nachdem der Täter geflohen ist. Man muss mit allem rechnen. Dann lassen wir jetzt mal Martin und Luise abholen. So. Das dauert jetzt noch, bis die im Präsidium sind. Was hältst du davon, wenn wir einen Happen essen? Geht auf meinen Deckel. Was ist heute für ein Datum? Den Tag muss ich mir unbedingt merken. Jakob? Mhm. Ich muss dir was zeigen. Aber versprich mir, dass das erstmal unter uns bleibt. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das mit unserem Fall zu tun hat. Das lag gestern Abend in meinem Briefkasten. Es gab auch eine Nachricht auf der Tür. Mensch, Judith, warum sagst du denn nichts? Die setzen mich von dem Fall ab. Die schicken mich in irgendwelche Aufbauseminare von wegen Umgang mit dem Druck der Bevölkerung oder so ein Scheiß. Du, das muss ich melden. Das muss dir klar sein. Ja, weiß ich doch. Deswegen will ich doch mit dir reden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich will Kommissarin werden. Ich will.
Nur, wenn mich so ein Scheiß wie das hier schon fertig macht, wie soll ich denn die richtige Arbeit in Angriff nehmen, verstehst du? Das hier ist eine Morddrohung an dich. Scheiß auf Nachrichten und Drohungen. Scheiß auf Albträume. Ich stehe da drüber. Aber ich brauche deine Hilfe. Habe ich im letzten Monat meines Praktikums vielleicht irgendwann mal den Eindruck von Depressionen auf dich gemacht? Eigentlich nicht. Ich bin so kurz davor, völlig einzuklappen. Geistig. Oder aber ich reiße das Ruder jetzt herum und lerne diese Tees mir eigen zu machen, damit ich keine Angst mehr davor haben muss. Ich meine, du hast das doch auch irgendwie hingekriegt. Ich werde dir jetzt zwei Anweisungen geben. Eine davon ist die offizielle, die ich auch in meinem Bericht heute schreiben werde. Ich ziehe dich vom Fall ab. Das Wochenende kriegst du morgen frei. Kein Bereitschaftsdienst. Du wirst die nächsten Tage bei einer Freundin übernachten. Und am Montag, wenn du wieder an der Uni bist, dann kommen die Kollegen wegen der Morddrohung auf dich zu. So viel zum offiziellen Teil. Ich schreibe, dass du selbst mit diesen Vorschlägen auf mich zugekommen bist, dass du dich vom Fall abziehen lässt. Es wird eventuell ein Gutachten über dich erstellt werden, aber das ist dann nur eine Formalität. Man wird dir die Verantwortung im Job anerkennen und dir dein rasches Urteilsvermögen zugutehalten. Dieses Gespräch gerade eben hat theoretisch erst heute Abend stattgefunden. Bis dahin sind wir Partner und ich entlasse dich ganz normal in dein Wochenende, als wenn nichts gewesen wäre. Ich brauche kein Mitleid. Nein, aber guten Rat. Du hast es selbst gesagt. Akzeptiere die Angst, sonst wird sie nur größer und größer. Wusstest du, dass eine japanische Teezeremonie bis zu 3 Stunden dauern kann? 3 Stunden für eine Kanne Tee. Die Samurai konnten zu jeder Zeit in eine Schlacht gerufen oder von ihrem Meister zum Selbstmord gezwungen werden. Und weil sie wussten, dass jeder Tag ihr letzter sein konnte, haben sie ein Gespür für die simplen Dinge des Lebens entwickelt. Wenn du jeden Tag auch nur einen einzigen Moment zelebrierst, als ob du ihn wochenlang geplant hättest, schaffst du dir einen Panzer für das Leben. Tee trinken? Nicht einfach nur trinken, in dich aufnehmen, innig genießen. Leg dein Herz in ein selbstgemaltes Bild. Koche oder backe mit viel Liebe. Oder leg jeden Tag eine Meditation ein und sei es einfach nur da sitzen und ins Leere schauen. Machst du das etwa? Wenn die Katze nicht da ist, ja. Hab ich das Zeug zur Kommissarin? Nicht von Natur aus. Nein. Denn zum Glück bist du ein normaler Mensch. Dass die Depressionen in dir aufkommen wollen, heißt, dass du gerne lebst. Und keiner, der gerne lebt, ist dazu geschaffen, Verbrechen zu bekämpfen. Aber du bist sehr ehrgeizig und du wirst dir deinen Weg bis oben hart aber verdient erkämpfen. Wenn du dir schon nach Dienstende Gedanken machen musst, dann höchstens, ob es noch Ansätze an die Ermittlungen geben könnte. Und du musst lernen, dich von den Opfern und der Tat zu distanzieren. Selbstschutz. Du verstehst es wirklich, mit Frauen zu reden. Ich muss doch auf dich aufpassen. Du bist doch meine Partnerin. Noch. Thank you.
Hallo? Guten Morgen, Frau Salzmann. Hier ist der Kollege Haller. Morgen. Judith, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Mach es nicht so spannend. Martin und Luise sind verhaftet worden. Echt jetzt? Der Martin hat es wohl nicht mehr ausgehalten und gestanden. Noch in der Nacht, nach seinem Anruf, haben sie ihn abgeholt. Und seine Freundin gleich mit. Und was hat er gesagt? Ich halte später noch eine Vernehmung. Aber so viel wissen wir schon, dass der Tatablauf ganz anders gewesen ist. Hey! Hey! Hey, komm, mach auf! Hey, hallo! Mach auf, komm! Komm, mach auf! Was ist los mit dir? Hey, komm! Hey! Mach auf, komm schon! Steh auf, komm, komm! Komm, steh auf! Komm schon! Hey! Hallo! Hey, komm schon! Hey! Was tust du da? Hey, sie ist hingefallen! Hey, sie ist hingefallen! Geh weg! Komm mal! Lass sie in Ruhe! Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Was ist mit ihr? Hat sie... Sie atmet noch. Wir brauchen einen Krankenwagen. Ja, warte noch mal. Warte doch noch mal. Komm mal her. Was denn? Jetzt halt mal die Klappe. Jetzt hör mir zu. Ich hab eine Idee. Der wollte ja doch an die Wäsche. Kann das jetzt zu Ende bringen? Komm, mach bitte für mich. Los, Mann, das ist die perfekte Situation. Hier sieht uns keiner. Meinst du das ernst? Ja, Mann, komm, mach schon. Los, Mann. Und jetzt hängt sie wegen Mittäterschaft auch mit drin? Das werden wir später alles noch klären. Ich dachte mir nur, du wüsstest das gern. Danke, Jakob. Du bist ein guter Freund. Das nächste Essen kannst du ja bezahlen. Wenn du den unbekannten Täter auch noch fasst? Laut Martins Aussage soll der Täter vor seiner Flucht nur folgende Worte gesagt haben. Ich wollte das nicht. Sie ist plötzlich losgelaufen. Sie dachte bestimmt, ich will sie überfallen. Dann sind wir gestürzt. So oder so ähnlich. Naja. Und dann haben die beiden ihn verjagt. Du, ich muss Schluss machen. Wir sehen uns die Tage, gell? Okay, bis dann. Und danke nochmal. Alles klar. Tschüss. Tschüss.